Philipp aus der Community hat eine Frage. Nämlich, gibt es auch Gefahrgut, das gekühlt transportiert werden muss? Und wenn ja, wie wird das bewerkstelligt, da die Kältemaschine ja dann nicht laufen darf? Philipp, sehr gute Frage. Aber losgelöst davon, ob Gefahrgut oder Tiefkühlpizza, zeigen wir dir gerne, wie gekühlte Ware mit der korrekten Temperatur ohne aktive Kühlung von A nach B transportiert wird. Und dafür fahren wir jetzt nach Arnsberg. Dazu wird die Ware so oder so in einen großen isolierten Behälter gepackt. Hier ein Exemplar des Marktführers TKT. In dessen oberes Fach das Kühlmedium hinzugegeben wird. Das kann, wie bei der Kryo-Methode, flüssiger Stickstoff sein. Das klammern wir aber heute mal aus und konzentrieren uns auf Trockeneis oder Kühlelemente. Beginnen wir mit den Kühlelementen. Das sind die gleichen Elemente, wie die in seiner Tiefkühltruhe liegen, nur deutlich größer. Sie bestehen aus Kunststoff, sind gefüllt mit einer nicht giftigen Sohle, zum Beispiel ein Salz-Wasser-Gemisch, und können in deinem Kühlhaus immer wieder runtergekühlt werden. Und es gibt sie eben für verschiedene Temperaturbereiche. Wie hier, bis minus 21 Grad für die Tiefkühlung. Oder bis minus 3 Grad für die Frische. Und die gespeicherte Kälte reicht dann für einen ganzen Tag völlig geräuschloser Kühlung aus. Also nicht nur ideal in den frühen Morgenstunden, sondern bis hinein in den späten Abend. Die Auslieferung des Thermobehälters machst du gerne mit deinem Krone Profiliner oder dem Dryliner. Dazu braucht es keinen Kuhliner. Und das Prozedere mit der Trockeneiskühlung zeigen wir euch gerne in einem kommenden Beitrag von Krone TV. Bis dahin.